Ja, wieder eine diffamierende Hetzkampagne gegen Schweden in den Medien, ne? In den anderen Medien sozusagen, ja. Obwohl Schweden also eine verglichen mit starken Grippewintern kleine Sterbezahl haben, versucht man immer künstlich zu vergleichen, dass natürlich, wenn ich künstlich hingehe und den normalen Grippewinter versuche zu unterdrücken, dann ist doch klar, dass ich dann eine niedrigere Sterbezahlen habe. Es geht doch nur um die Frage, welchen Preis bezahle ich dafür, dass ich das Sterben von den Menschen im Grippewinter sozusagen einfach künstlich ein paar Wochen bis Monate verschiebe, ob ich dafür alles ruiniere. Dann wird auch falsch dargestellt, dass eben erstens wird so getan, als gäbe es auch in Schweden Maßnahmen, die die Wirtschaft beschädigten. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern die schwedische Wirtschaft wird dadurch beschädigt und Arbeitslosigkeit erzeugt, dass eben die anderen Staaten stillstehen. Ja, denn dadurch geht natürlich vieles auch nicht mehr. Man könnte höchstens Schweden vorwerfen, dass sie auch ein bisschen zu sehr sich auf die Globalisierung eingelassen haben und den notwendigen Autarkieanteil, also den Selbstständigkeitsanteil und die Eigenständigkeit der schwedischen Wirtschaft intern nicht genügend erhalten haben. Ja? Also da war der planwirtschaftliche Anteil zu schlecht sozusagen. Ja? Das kann man höchstens vorwerfen, aber man kann ja eben auch nicht alles in die Autarkie reinziehen, dann wird man auch so im Normalbetrieb als Wirtschaft dann auch wieder zu ineffizient. Ne? Also letztendlich ist es so, dass Schweden einfach nicht den Fehler macht, den ganz normalen Grippewinter künstlich zu verschieben, ein paar Monate, sondern die lassen ihn eigentlich zu. Und da wird so getan, auch da wird alles getan, um sozusagen den Entscheider in Schweden, der vernünftig entscheidet, sozusagen einfach nur propagandamäßig in Misskredit zu bringen, ihn irgendwie schlecht zu machen, auch für die Schweden schlecht zu machen. Ne? Ja, also das ist wieder interessant. Das heißt, da ist es natürlich klar, das wäre ja jetzt für alle Beteiligten die große Peinlichkeit, wenn man jetzt nicht Schweden noch irgendwie schnell zum Umkippen bringt, ja, dass dann all das, was in letzter Zeit rauskam, die Anklage von Herbert Kickl an Bundeskanzler Kurz im Parlament, ja, dass er sozusagen Österreich ohne Sinn und Verstand ruiniert hätte, anstatt es wie die Schweden zu machen, ja. Und ja, dann noch ganz kurz Nachtrag. Die Fridays for Futures machen ja, die Fridays for Future machen ja so verschiedene Internet-Talks sozusagen, Online-Talks, Sendungen, Talksendungen. Und da war die Indigo wieder mit ihrem, wir sollten die Marktwirtschaft beenden. Da hat sie natürlich recht. Auf der anderen Seite viel Gutes war da drin. Auch in einem anderen Talk war durchaus viel Gutes drin. Aber eben es fehlt immer sozusagen das Wissen, wie man sowas fundiert macht, das haben leider auf der ganzen Welt nur die Next Scientists for Future.de. Ne? Zum Beispiel, dass man, zum Beispiel setzen sie für ihre Vorstellung eine pazifistische Welt voraus, die man ja erst einmal generieren muss. Aber wie man diese pazifistische Welt herstellt, davon haben sie keine Ahnung. Ne? Aber die Next Scientists for Future.de wissen natürlich, wie man das macht. Also da ist einfach ganz viel unausgegoren, viele gute Gedanken und dann wieder die entscheidenden Fehler, die das Ganze wertlos machen. Ne? Und das ist bei allen Videos mit Fridays for Future und Greta Thunberg und so weiter überall das Gleiche. Da fehlen halt doch mal so 40, 50, 60 Jahre Spitzenwissenschaft. Ne?
Dann ist eine neue Idee aufgetaucht durch einen dieser Talks, nämlich dass wir wissen ja, dass die Next Scientist for Future.de ja schon immer vorgeschlagen haben, dass also Frauen mit Baby sozusagen entweder null oder geringe Prozentzahlen an Steuern zahlen sollen und so weiter und viele Maßnahmen, die es möglich machen, dass eine Frau sich nie wieder entscheiden muss zwischen Kind und Karriere, sondern immer beides haben kann, wenn sie das denn möchte. Ne? Sie kann natürlich auch gerne zu Hause bleiben, aber also immer, dass sie völlige Freiheit hat, auch mit dem Kind weiterzuarbeiten, ne? Und mit den Kindern. Und generell sollte man damit überhaupt diese Ungleichbezahlung zwischen Männern und Frauen, woher kommt wissenschaftlich gesehen die Ungleichbezahlung zwischen Männern und Frauen? Aus dem Kinderrisiko. Und das will der Unternehmer selbstverständlich, hat er, es ist sein gutes Recht, das nicht tragen zu wollen. Also zahlt er Frauen grundsätzlich weniger, denn die haben ja auch ein höheres Ausfallrisiko. Ja, und deswegen müsste man dann, das muss man dem Unternehmer weiterhin selbstverständlich erlauben, weil er sonst damit anfängt, Frauen rauszuekeln. Sondern man müsste generell vielleicht Frauen grundsätzlich niedriger besteuern wegen dieses Kinderrisikos, damit sie so dadurch bekommen sie dann sozusagen durch diese niedrigere Besteuerung, haben sie dann, hätte man Equal Pay realisiert, aber eben dadurch, dass der Staat sagt, ja, wir wollen doch, dass die Frauen Kinder bekommen, dass dieses Kinderrisiko immer bestehen bleibt. Also senken wir generell für Frauen die Steuern. Man kann jetzt natürlich noch überlegen, ob man das für bestimmte Altersgruppen macht, für die Kinderaltersgruppen und so weiter, die typischen Altersgruppen macht. Aber das muss man dann diskutieren. Aber das wäre sicherlich, wo die etwas, was wozu jetzt diese ja, Fridays for Future Talks mich jetzt gerade als Idee inspiriert haben. Also Frauen grundsätzlich wenigstens teilweise niedriger besteuern. Ne? So, dann haben wir noch einen Punkt. Ich habe selbst mal überlegt, was könnte denn so ein Gegenargument sein gegen den Standpunkt der Next Scientist for Future.de? Und ein Gegenargument könnte ja sein, dass man hier sagt, ja okay, jetzt haben wir verstanden, dass also die Marktwirtschaft ein Irrtumsgenerator ist und dass alle unsere Medizinprofessoren angefüllt mit gewinnbringenden Irrtümern sind, weil eben die Zunft unter Bedingungen der Marktwirtschaft nur dadurch sozusagen Gewinne machen konnte, dass sie Irrtümer angehäuft und akkumuliert hat sozusagen. Und jetzt könnten wir doch, jetzt haben wir doch die evidenzbasierte Medizin, also Studien und so weiter. Und damit können wir doch die ganzen gewinnbringenden Irrtümer rausschmeißen. Und dann haben wir eine wahrheitsorientierte Medizin. Ja, das funktioniert leider nicht. Die Anne Will hat es schon richtig gesagt. Wir sollten uns nicht auf diese Studienschlagerei einlassen. Jede Studie gibt entweder nur einfach die Meinung des Geldgebers, des Finanziers wieder oder des Forschers selber. Letztendlich sind Studien so fehleranfällig, dass es fast nie gelingt, eine fehlerfreie Studie herzustellen. Und oft ist es ja auch gar nicht gewünscht, weil die Daten schon ganz aktiv gefälscht werden, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Also das Letzte, was ich vertrauen würde, wäre auf die evidenzbasierte Medizin. Dr. Med-Rüdiger Dahlke hat sie ja die eminenzblasierte Medizin genannt, ja. Also letztendlich geben Studien sozusagen in dieser Form die ganz normalen Studien, auf denen sich die evidenzbasierte Medizin vermeint zu stützen, das sind alles sozusagen Selbsttäuschungsstudien, Fremdtäuschungsstudien. Also darauf würde ich keinen Pfifferling geben. Wir brauchen ein System, das die gewinnbringenden Irrtümer zum Aussterben bringt. Die Studien helfen uns dabei praktisch null.
Ja, auch Dr. Med-Gerd Reuter mit TH hat ja auch immer wieder betont, dass eben praktisch alles, 95% circa alles ärztlichen Handelns auf keinerlei wissenschaftlicher Basis fußen. Ja? Und das zeigt, dass also auch diese Idee einer studienbasierten, evidenzbasierten Medizin sozusagen überhaupt nicht funktioniert. Und wenn dann in so verschwindend geringen Anfängen ist, dass man sagen muss, die Irrtümer haben nach wie vor die gewaltige Oberhand. Ja? Und wir werden halt gerade von diesen Irrtümern regiert. Was auffällt in den verschiedenen Sendungen, ist immer dieses Verschwörungstheoretische da. Die Menschen, die Autoren dieser Sendung eben geistig nicht intelligent genug sind, um zu verstehen, dass die Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall also dieses typischerweise diese gewinnbringenden Irrtümer erzeugt, neigen die Verschwörungstheoretiker da immer dazu, die böse Person zu benennen. Da wird immer gegen Personen gehetzt. Und man versucht, eine Feindschaft mit dem geliebten Milliardärskönig Bill Gates herzustellen, anstatt zu sagen, wir müssen endlich die Marktwirtschaft verstehen und dann müssen wir das zur einzigen Diskussion weltweit machen. Ist die Kritik der Next Scientist for Future.de und die Beendigung der an der Marktwirtschaft richtig und das Beendigungskonzept der Wohlfühlstimme oder ähnliche verwandter Konzepte sozusagen der richtige Weg, um die Marktwirtschaft sinnvoll zu beenden und ein Paradies auf Erden zu schaffen? Ne? Ja, das ist das, worum es geht. Wo ist unser Bildchen? Und ja, das war's mit der jetzigen Sondersendung der Wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.